Hallo Leute, wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich nur die kleine, da ist André, die kleine Kamera mit. Sorry, falls die Qualität nicht so gut ist. Aber ich war heute schon mit den Kindern spazieren und dann haben wir zwei so kleine Kätzchen entdeckt, stimmt André? Und die haben ziemlich so ausgehungert ausgesehen. Bei irgend so einem verlassenen Haus, die Mutter war nicht dort, wir waren ungefähr eine halbe Stunde und haben wir mit denen gespielt. Jetzt haben wir für die Essen gekauft, Wasser und hoffentlich sind sie noch dort, dass wir denen was zu essen geben, weil ich kann da nicht wechseln, wenn ich sehe, die Kleinen tun da so Geräusche machen, so richtig, ich glaube, die sind hungrig. Deswegen bin ich gleich 2 Kilometer ins Geschäft gegangen und was zum Essen gekauft. Freue mich schon, also hoffentlich sind sie dort, ha? Ja. Hey, die Kätzchen sind da. Hi! Oh, super! Okay. Komm, gib mal denen gleich was. Schaut euch das an, als würden die auf uns warten. Beide komplett ausgehungert. Oh, schaut euch das an. Dieser eine hat so, weiß nicht, wie vom Telefon, so ein Halsband oder Haargummi, ja. Aber die Mutter ist nirgends, ne, Kinder? Haben wir sie wieder entdeckt, ne? Ja. Schaut, wie süß die sind. Solange die Kätzchen essen, haben wir schon ziemlich Hunger gehabt. Ich bin so happy, dass die da waren und dass die jetzt sich satt essen. Da wollte ich dir noch was zeigen. Schau dir das an. Und jetzt. Hallo, ich grüße dich. Wir waren gerade spazieren und wollten wir nach unseren Kätzchen Ausschau halten. Und schau dir das an, haben nur eine Katze gefunden, so ein Kätzchen. Ich weiß nicht, wo das zweite ist. Was glaubt ihr, Kinder? Wahrscheinlich hat es jemand mitgenommen, ja. Weil es hat auch so ein Band gehabt. Und nur das zweite ist einfach dort geblieben und wie sie uns gehört hat, ist sie sofort zugelaufen. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir können sie einfach nicht ganz alleine dort lassen. Die Mutter ist nicht da und ja. Wer weiß, was passiert, weil das Haus ist ziemlich verlassen und kann man sagen, im Dschungel. Ne? Deswegen haben wir es mitgenommen. Ich habe es gewaschen, deswegen sieht es auch jetzt so aus. Ist eine richtige Streunerkatze, stimmt, Kinder? Ja. Und was machen wir jetzt mit ihr? Ja? Werden wir vielleicht so ein Halsband kaufen? Und Flohband. So ein Flohband meine ich, ja. Und dann werden wir irgendwo vielleicht hier jemanden geben und fragen mal, ob es Katze haben möchte, weil wir sind nur noch 2 Wochen hier und dann schauen wir, da haben wir nicht so viel Zeit. So, hallo, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Schau, was wir da haben. Das ist wie ein Känguru, hm? Ja. Unser Kätzchen ist schon mittlerweile unser Familienmitglied, kann man sagen. Und wir suchen so jemanden, so einen potenziellen Katzenliebhaber, der auf die Katze dann aufpasst, wenn wir nicht mehr da sind. Wir sind ungefähr 2 Wochen noch da und dann bleibt halt bei uns, weil wir konnten das irgendwie nicht übers Herz bringen, dort in Wald einfach so lassen. Am Abend ist auch nicht so warm und wer weiß, was für Predators da herumlaufen. Deswegen ist so glücklich und so zufrieden bei uns, stimmt, Mäuschen? Ja. Und wir lassen halt Savel bei uns und jetzt gehen wir spazieren und nehmen wir es mit, ne? Wie Känguru, ja. Hä? Ja. Känguru Baby. Känguru in der Bauchtasche. Ja, na schau. Schau, wir spazieren gerade auf dem Weg, wo wir diese Kätzchen gefunden haben, 200 Meter weiter. Und die haben hier so ein Schild aufgehängt, dass die nach einer Katze suchen. Und schau, das kleine Mädchen hat sie gleich genommen. Super, dann super. Haben wir jetzt. Super, schau, wie sie sich freut, der Wahnsinn. Jawohl, dann haben wir wieder was erreicht, ne? Super. Schau, wie sie schreit, wie sie sich freut, das Mädchen. Schau, zeig einmal das Bild, Patrick. Zeig das Bild. Schau dir das an. Nicht schlecht, oder? Super, und da haben sie Telefonnummer aufgeschrieben. Super, perfekt, da haben wir endlich jemanden gefunden. So Leute, ist das nicht cool und am besten? Der Typ, den das Grundstück gehört, kommt aus England, lebt schon seit vielen Jahren in Okinawa. Und die Kinder haben sich so gefreut, die haben so geschrien vom Glück, dass endlich die Brüder wieder zusammen sind, ne? Die Kätzchen. Und wirklich, herzzerreißend, wirklich. Nur David und Mathieu, schau, der schöne Blick,
David und Matthias sind ein bisschen traurig, weil die sind jeden Tag extra früh aufgestanden, nur damit die mit den Kätzchen spielen. Und jetzt haben wir es abgegeben. Zwar sagen die, ja, es ist besser, aber man merkt, die hätten es gerne noch die 2 Wochen. Aber ja, was soll man machen? So ist das einfach. Jetzt sind sie wieder vereint. Kinder sind glücklich. Und das ist wichtig, haben wir wieder was Gutes getan. So Leute, ich weiß nicht, aber man muss einfach Herz für Tiere haben, oder? Schaut euch das an, da ist ein freilaufender Pferd. Er ist gar nicht so groß, ich glaube, der hätte noch Platz auf unserer Terrasse, oder? Was glaubt ihr? Wish that I could let you go. Remember all we had. How could we get this bad? Where did we lose our glow? So, nach einem kurzen Workout machen wir hier Pause. Das ist so ein super geiler Weg hier. Das ist ein paar Kilometer lang. Keine Autos, nur Radfahrer oder halt Fußgänger. Das ist wirklich schön. Kinder haben Spaß gehabt da an der Kletterwand, wenn man das so nennen kann. Wirklich schön. Heute ist auch nicht so heiß. Richtig optimales Wetter haben wir hier in Japan erwischt. Obwohl ich gedacht habe, dass wenn in Taiwan so kalt ist, windig und irgendwie, ja, da waren so wirklich vielleicht 3-4 Tage, haben wir wirklich schön gehabt in den ganzen Monat, was wir in Taiwan waren. Aber hier ist wirklich super toll. Auch am Abend ist es nicht zu kalt. Wirklich optimal und perfekt zum Schlafen in diesem Haus. Okinawa Karate Champion, Matej. Das ist eine Metallstange. Ah, das ist eine Metallstange, okay? Ja, so Leute, ich grüße euch. Mittlerweile ist es dunkel geworden und schaut euch das an, was kleinen David passiert ist. Na, erzähl mal. Erzähl, was passiert ist. Magst du das erzählen? Was ist passiert, Mäuschen? Ha? Ja, wir haben einen Hund gefüttert und dann wollte ich ihn streicheln und dann hat er mich gebissen. Ja, aber der Hund, was hast du vergessen zu erwähnen? Hat er noch gegessen. Richtig, der Hund hat noch gegessen. Und zweitens, der Hund war nicht gerade ein ausgeglichener Hund, weil er angekettet ist, ne? Und, ja, und schaut euch das an. Schaut nicht. Ja, naja, schaut schon, ist schon ein richtiger Biss, ja? Besser wäre es ein Chihuahua, ne? Nächstes Mal bitte nur Chihuahuas füttern, ja? Die haben nicht so kleine Zähnchen. Aber ja, Six, bei uns ist das immer so, dass wir immer den Hunden was kaufen oder die Kinder sagen, komm, kauf mal und füttern wir die Hunde, Katzen, was auch immer. Nur man darf nicht jeden Hund angreifen. Ne? Hast du was daraus gelernt, Mäuschen? Vor allem nicht, wenn er isst, ja. Aber trotzdem haben wir heute super Tag gehabt. Kätzchen hat seinen Geschwister gefunden, oder? Ja, genau. Das Mädchen hat sich so gefreut heute, es war super. Und jetzt tun wir halt David verarzten. So endet halt der Tag, ne? Und ich hoffe, unser Video hat dir gefallen. Wir sehen uns. Tschüss! Tschüss! Yeah.